Nudelpasta-Hersteller nehmen immer aus einer Oper irgendeine Melodie. Mal wieder rausgewagt, also raus aus unseren bekannten Theatern und Vorstellungen, die wir schon kennen. Also wir gehen ja ohnehin 4000 Mal pro Jahr ins Musical. Circa. Ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr. Und deswegen haben wir mal gesagt, ja, es gibt ja eigentlich auch noch so andere Dinge und haben uns mal, also für mich, nach 5 Jahren mal wieder für dich, ich glaube, seit langer Zeit, ja, mal wieder in die Oper begeben. Wir waren in Nürnberg im Barbier von Sevilla und haben dann einmal drüber nachgedacht, ob ihr eigentlich für alles offen seid oder ob ihr nur Musical mögt. Weil dieser Abend hat für mich einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ich weiß jetzt, warum ich 5 Jahre nicht mehr in der Oper war. Ja, oder was sagt ihr? Also wir gehen jetzt gar nicht so sehr auf den Barbier von Sevilla ein, beziehungsweise doch ein bisschen. Also es ist so, bei Musical sind wir es halt gewohnt. Ja. Ihr kommt an, dann geht man rein, dann geht das Licht aus, dann sagt sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Stage Operettenhaus. Wir zur heutigen Vorstellung von Mamma Mia, wir Herzrasen etc. pp. Diese CD dann, hast du definitiv zu häufig gehört. Ja, und dann im Prinzip kannst geht du eigentlich das Ganze, damit ja, ihr ist doch egal. Also auf jeden Fall geht dann die Ouvertüre los und man freut sich auf einen geilen Abend. Der erste Akt geht eine Stunde 10, Stunde 15 meistens, dann ist 20 Minuten Pause, dann nochmal 50 Minuten, eine Stunde der zweite Akt. Und dann hatte man einen richtig tollen Abend. Am Schluss gab es Standing Ovations. Ich gehe jetzt mal von der Mehrzahl aus, wie gesagt. Am Schluss gab es Standing Ovations, man geht nach Hause, trinkt noch einen Cocktail, fertig. Bei der Oper ist es ein bisschen anders. Man kommt eine halbe Stunde vorher her, dann gibt es noch den sogenannten Opernführer. Das heißt, da erzählt einem einer die komplette Story erstmal, damit man weiß, um was es später geht. Das, stellt euch, ich möchte es mal am Beispiel Mamma Mia. Also, wäre Mamma Mia eine Oper, würdet ihr da hingehen, eine halbe Stunde vorher, trefft ihr euch im Stage Operettenhaus und dann steht erstmal die Uschi da und sagt, so, passt auf, Mamma Mia. Uschi steht persönlich da. Meistens ja. So, und dann steht Uschi Neuss, die Geschäftsführerin von Stage Entertainment, steht dann vorne da und sagt, so, passt auf, also folgende, da ist eine Tante auf einer Insel, die hat eine Tochter, die weiß aber nicht, wer ihre Väter sind, das will sie herausfinden, also lädt sie also zur Hochzeit ein. Dann kommen ihre zwei Freundinnen von Donna and the Dynamos. Sie erzählt im Prinzip alles. Erzählt dann auch noch, warum das Bühnenbild jetzt so, ja, erzählt dann auch noch, warum das Bühnenbild so gewählt wurde, dass eine leichte Dekadenz im zweiten Akt stattfindet und die Band auch noch eine Mandoline im Einsatz hat. Ja, die haben sie sich nämlich extra anschaffen lassen von einem Mandolinenbauer aus Zypern. Und so, also ihr kriegt im Prinzip ganz viel Wissen mit, um dieses Stück anzuschauen. Ja, jetzt lass mich doch mal zu Ende reden. Und dann sagt sie, ja, auch die Hauptdarstellerin übrigens ins inszeniert wurde das von Sasan Bobtabus, keine Ahnung, aus dem So-und-So-Theater und der hat sich dabei das gedacht und so weiter, ha. So, und dann geht der rein, alle so ganz vornehm. Jetzt stellt euch vor, alle sind schick angezogen, ne? Meistens also nicht verkleidet, sondern schick gekleidet, sitzen da drin, dann geht quasi die Vorstellung los, beziehungsweise die Ouvertüre, es kommt vor, also dann kommt eine so eine Studentin meistens, die sagt, herzlich willkommen zur heutigen Vorstellung von Mamma Mia. Bitte aus urheberrechtlichen Gründen, bei einer Oper verstehe ich auch nicht das mit den urheberrechtlichen Gründen. Ja doch, die das inszeniert haben. Ach so, okay, ich dachte, es geht nur um den Komponisten. Nein. So, aus urheberrechtlichen Gründen möchten wir Sie bitten, auf Bild- und Tonaufnahmen zu verzichten. Und dann passiert erstmal 3 Minuten nichts, dann kommt der Dirigent reingelaufen, dann machen sie alle so. Das heißt auch nicht, die heutige Vorstellung wird dirigiert von, sondern da kommt dann irgendwann ja, einer. Den musst es du gibt kennen. Ja, nur, ja, es gibt also, ja nur einen Dirigenten. So bla 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 bla. Dann stehen die drei aus dem Mamma Mia Orchester auf. Ja, vielleicht sind es auch 4. Der Dirigent spielt nicht noch Keyboard, sondern also, dann geht die dann es kommt erstmal Keyboard dann kommt, in einer Oper von 1800 Jahren. Da gibt's ein Cembalo. So, und dann geht die Ouvertüre, müsst ihr euch vorstellen, Mamma Mia hätte erstmal eine Ouvertüre, wo sagen wir es mal so, das ist jetzt auch nicht wirklich so ein Potpourri, vielleicht auch doch ein bisschen, aber die Ouvertüre geht erstmal 10 Minuten. Ja, ich habe auch heute auch gerade. Und dann denkt man sich so, okay, ist es heute konzertant, geht der Vorhang nochmal irgendwann hoch, dann geht der Vorhang irgendwann hoch und dann singen die Mamma Mia, aber alle auf Italienisch. Ich brech ab. So, dann singen sie alle auf Italienisch. So, ihr könnt aber den Text, wenn ihr Bock habt, könnt ihr mitverfolgen. So, jetzt kommt aber das Lustige an der ganzen Sache. Die singt, mich trägt mein Traum, mich trägt mein Traum. Alles immer wieder. Mich trägt mein Traum. Also die ganze Geschichte von Mamma Mia, die geht ungefähr, ich würde mal sagen, 2 Stunden. Die wird aufgedunsen auf 2 Stunden 40, weil man singt ja alles 3-mal. So, das heißt, diese Geschichte
zieht sich und zieht sich und zieht sich. So nach 2 Stunden ist da mal der erste Akt vorbei. Dann gehen alle raus, trinken ihren Prosecco, dann kommen sie wieder zurück, dann geht's wieder los. Vorhang geht auf und es wird wieder dann unter Beschuss. Meistens singen sie dann noch 4 Stimmen. Auf alle Italienisch, ja, ihr müsst, kannst du unter dem Beschuss auf Italienisch? Sutera Attacco oder wie auch immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es reicht auch, wenn ihr auf diese Bildschirme rechts und links nur einmal drauf schaut, weil die singen ja 5 Minuten den Text, den ihr in 2 Zeilen zusammengefasst habt, singen die ja 5 Minuten lang nonstop durch. So. Bühnenbildmäßig muss ich sagen, ist Mamma Mia eigentlich schon eine sehr moderne Oper. Es ist zwar nicht viel Bühnenbild, aber es ist auf jeden Fall, es ist sehr anschaulich. So, und dann guckt ihr euch das Ganze an und am Schluss, ganz wichtig, am Schluss, wenn alles vorbei ist, ne? Also wenn sie in den Mond reinlaufen bei Mamma Mia, am Schluss ist es quasi so, Vorhang geht zu, man fängt an zu applaudieren, dann kommen alle raus, verbeugen sich, es gibt keine Zugabe, oh Gott, es gibt keinen Zugabensong. Nee, dann applaudieren alle, dann geht der Vorhang zu, dann wird so ein Spalt vom Vorhang aufgemacht, alle laufen nochmal raus, verbeugen sich einzeln, der Spalt vom Vorhang zu, ach, der Komponist wird übrigens auf die Bühne geholt, nicht der Komponist, der Dirigent. Das ist sehr schwierig. Ja, springt halt schnell aus dem Orchestergraben. So, dann wird nochmal applaudiert, dann ist zu, es steht keiner auf. Ja gut, eventuell oben. Aber ich die glaube, Leute, die Menschen würden ja gerne aufstehen, aber aufgrund der Arthritis schaffen sie es nicht mehr. Ja, also der Altersdurchschnitt in der Oper liegt auch bei 50 plus. Boah, aber jetzt bringen uns wirklich Menschen um, die beides sehen. Der Schnitt. Nein. Ich glaube, Opa. So, dann darfst du jetzt mal. Ich habe jetzt mal für alle, die noch nie in der Oper waren, so in etwa müsst ihr es euch vorstellen. Nach 3 Stunden, vielleicht haben sie es noch geschafft, einen dritten Akt zusammenzuzimmern. Dann geht das Ganze locker mal 3,5 Stunden. Wir waren im Barbier von Sevilla, geht 2 Stunden 40, also 2 Stunden 20 Spielzeit plus Pause. Und jetzt mal ganz im Ernst, dieses Stück Barbier von Sevilla, den hättest du auch locker nochmal um 40, 45 Minuten kürzen können, weil so viel ist erstens nicht passiert. Aber was schön ist bei einer Oper, man muss, wenn einen die Musik nicht interessiert, und beim Vampir von Sevilla, das ist auch nicht so eine starke Oper, wo man sagt, Mensch, musikalisch haben sie da einen rausgeblasen. Also da musst du sagen, da guckst du mal auf die kleinen Details, die beim Vampir von Sevilla, um mal ganz kurz eine Kritik dazu zu machen, waren schöne Nebengeschichten. Manchmal war es wie so ein Wimmelbild, also wo ist Walter? Ne? Und dann konnte man noch so ein paar kleine Nebengeschichten mitbekommen. Das fand ich sehr schön für die Leute, die es nicht so interessiert hat, was die zum 10. Mal singen. Also, so, danke aber schön. Ich erlaube mir null, darüber eine Kritik zu machen, weil weder wir haben, schauen wir das häufig, noch habe ich davon irgendeine Ahnung. Ja, das ist wie... Also, das es geht wie, einfach nicht. Das was soll ist wie, das auch? Man geht also, in... Man schaut Sport, ne? Und die einen spielen halt Fußball, die anderen spielen American Football. Da gibt es völlig unterschiedliche Trainingswarten. Aber du musst auch sagen, bei der Oper... Man kann das eine nicht mit dem anderen vergleichen. Nein, bei der Oper ist auch eher die Musik im Mittelpunkt und dieses Cembalo-Zeug und so. Ich habe ganz vergessen. Willst du einen? Ich kann auch gehen. Ganz wichtig, wäre Mamma Mia eine Oper, das Orchester wäre erstens größer und zweitens ohne Verstärker. Das heißt, es muss mucksmäuschenstill im Publikum sein, weil sonst kriegt er gar nicht alles mit, weil wir haben keine Mikros. Nee. Deswegen singen die auch anders in der Oper. Ja, aber wenn das Orchester dann relativ laut ist, egal wie laut die singen, die können nicht gegen das Orchester an. Also für mich ist Oper einfach, ich habe es vor 5 Jahren mal Turandot angeschaut, dieses zum Dormer, das kennt ihr sicherlich. Oh, das ist schön. Ja, das ist auch musikalisch wesentlich besser als das, was vom Barbier. Ist das von Paul Potts aus der Telekom-Werbung? Ja. Also, sag mal so. Hast du jetzt eigentlich Blabbelwasser geredet? Ja, Entschuldigung, ich muss dir ganz kurz darauf sagen. Bei der Ouvertüre, ne? Das klingt immer so, ihr werdet mindestens eine Miracoli-Werbung, eine Fiat-Werbung oder irgendeine... Es war, glaube ich, Barilla. Also irgendeine Nudel-Werbung werdet ihr auf jeden Fall in der Ouvertüre erkennen, weil die ganzen italienischen Nudel-Pasta-Hersteller nehmen immer aus einer Oper irgendeine Melodie. Oder Dr. Oetker-Pizza. Egal. Nee, so, aber du hast jetzt außer dein Blablabla hast du nichts gesagt. Also für mich... Entschuldigung, das war der unterhaltsame Teil. Jetzt kommen wir mal zum ernsten Teil. Jetzt kommt 2. Akt. Nee, für mich ist Oper einfach nichts. Egal, also ich habe es jetzt 2-mal angeschaut. Ich habe davor schon Opern angeschaut, bevor ich das letzte Mal vor 5 Jahren gesagt habe, ne, das ist nicht meins. Es ist besser als Ballett. Ballett ist für mich der Abgrund jeglichen Seins. Es ist deutlich besser, aber
Ich finde es so unglaublich langweilig einfach nur. Wer jetzt wirklich Musicals gewohnt ist, wo einfach Zug in der Geschichte ist und wo auch so ein bisschen Bums in der Musik ist, der wird es sehr, 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 sehr schwer am Ende Oper, weil es passiert einfach absolut nichts. Die Story ist erstens meistens sehr lang oder wenn sie nicht lang ist, dann wird sie in die Länge gezogen, es wird alles wiederholt. Sagen wir es mal so, Wicked, der erste Akt geht, glaube ich, auch 1:40 oder so, aber da passiert wenigstens was, da ist Zug drin, da ist Story, Story, Story. Naja, du musst das was bei Wicked im ersten Akt passiert, das reicht für der Ring 1, 2, 3. Beim Barbier von Sevilla hat es ja Ende des ersten Aktes, also so nach 1,5 Stunden, überhaupt mal mit dieser Hauptgeschichte angefangen. Und brauche ich nicht, aber deswegen, also ich würde nie sagen, dass das schlecht war, weil ich habe einfach keinen blassen Schimmer davon. Und zum Beispiel, wir hatten einen guten Freund neben uns sitzen. Ich glaube, der war zum allerersten Mal in seinem Leben in einer Oper, in einem Theater. Und der war noch nie mal im Musical. Der hat das erste Mal irgendwas mit vorangeguckt. Definitiv war das auch sein letztes Mal in der Oper. Es ist halt nicht mehr zeitgemäß. Es ist halt... Damals, 1800 irgendetwas, war das wahrscheinlich der letzte Shit. Bei uns saßen welche im Publikum, die haben die Welturaufführung noch live mitbekommen. Nee, also deswegen ist es für uns total spannend zu wissen von euch, weil manche haben ja schon unter Instagram drunter geschrieben so, ich gehe auch manchmal in Oper, ich gehe auch manchmal in Schauspiel, nee, nur Musical, weil das andere interessiert mich nicht. Warum sagt ihr denn, hey, ich gehe auch manchmal in Oper, ich gehe nur ins Musical? Welche Gründe habt ihr dafür? Habt ihr überhaupt schon alles ausprobiert oder sagt ihr so, nee, ich fühle mich eigentlich nicht ganz wohl im Musical und dieses andere Zeug, das brauche ich nicht unbedingt auszuprobieren. Wir diskutieren sehr gerne mit euch wieder auf allen zur Verfügung stehenden Kanälen, Facebook, Instagram, YouTube. Hast du sonst noch was? Nee. Ich wüsste auch nicht, dieser Abend, danach hat bei uns, also an diesem Abend, ich war total eingeschlafen. Es hat danach aber direkt nebendran sehr, sehr stark gebrannt in der Nacht, da bin ich wieder aufgewacht. Ja, das war. Aber sonst der Abend, also... Es lag nicht an den Darstellern, nee, oder wie es den Abend inszeniert hat. Es ist halt einfach, es ist halt Oper. Da hätte ich mich auch ins Fußballspiel setzen können, hätte da haben wir genau den gleichen Spaß gehabt. Also wir. Ja, wahrscheinlich jeder andere. Wir. Was willst du damit sagen dabei? Das Zucken nicht in... Entschuldigung, Musicals sind wir. Opern sind die Rentner. Und Fußball sind die... Es geht auch... Ich glaube einfach, wir haben auch... Das ist nicht Klischee, Entschuldigung, nicht alle sind so. Wir sind auch einfach zu doof für Oper und für Fußball. Ich habe keine Ahnung. Das wird der Erste kommentieren. Ihr seid einfach zu doof und... Ja, wir verstehen nur die dummen Musicals. Ja. Dann ist es so. Ja. Wir brauchen sogar noch den Opernführer eine halbe Stunde vorher, damit er uns erstmal erklärt, um was es geht. Ja, ansonsten würden wir nicht mal reinlaufen können und einen richtigen Sitzplatz finden, glaube ich. Ja.